Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Ich habe vor 3 Monaten ein Video für euch veröffentlicht, das hieß damals Sorry, aber das wird nichts. Es ging um die Phoenix Suns und ich bleibe bei der Meinung. Auch heute noch tief in der Saison denke ich zwar, dass die Phoenix Suns die individuelle Qualität haben, die erste oder auch die zweite Runde zu überstehen. Aber wenn es wirklich um das große Ziel geht, was du natürlich mit so einem Kader hast, und zwar den Titel zu gewinnen, dann bleibe ich bei meiner Meinung. Das reicht einfach nicht, vor allem offensiv. Und heute werden wir uns wirklich mal offensiv anschauen, was die Phoenix Suns für einen Basketball spielen und warum ich es phasenweise einfach nicht verstehe. Aber wir werfen erstmal gemeinsam einen Blick auf die Standings, denn die Phoenix Suns sind noch nicht raus aus dem Schneider. Das kann noch eine richtig enge Geschichte werden. Denn die Phoenix Suns sind aktuell an der 7, sind also mit drin im Play-In-Race, haben auch nach wie vor noch die Möglichkeit, die direkte Playoff-Teilnahme zu schaffen. Ja, aber der Restspielplan, der hat das wirklich in sich. Wir gucken uns den mal gemeinsam an, denn die nächsten Gegner heute Nacht, die Thunder, dann spielst du gegen die Pelicans, dann spielst du gegen die Cavs, Timberwolves, Pelicans, dann Back-to-Back gegen die Clippers, wirklich 2 Tage hintereinander, 2 Nächte hintereinander, die Kings und dann nochmal die Timberwolves. Und das wird jetzt nochmal ein richtiger Härtetest für die Phoenix Suns, für Frank Vogel und auch für die Offense. Denn die Offense so tief in der Saison, immer noch so eindimensional und uninspiriert zu sehen, das muss eigentlich fast jedem Phoenix Suns Fan wirklich Sorgen bereiten. Denn auch wenn man bei dem Offensivrating dasteht mit einer Top 10 Offense mit 117,3, ist das weit davon entfernt, von dem zumindest, was ich mir vorgestellt habe. Denn ich habe vor der Saison gesagt, die Phoenix Suns sollten eigentlich die beste Offense der Liga stellen. Ich habe mir aber auch ehrlicherweise eine ganz andere Offense vorgestellt, die Phoenix Suns normalerweise auch laufen könnten. Trotz allem, gleich nochmal bevor wir reingehen. Ja, es wird heute kritisch. Du hast natürlich individuell diese Qualität mit einem Kevin Durant, der wirklich eine tolle Saison spielt, vor allen Dingen auch komplett fit ist, 66 Spiele, 27,6 Punkte. Über die Quoten muss man nicht wirklich sprechen. Und trotz allem, es wird auch heute Kritik an ihm geben. Devin Booker, 27,2 Punkte, 49% aus dem Feld, 36,4% from downtown, von der Freiwurflinie, hochprozentig mit 88,1%. Ich finde, er macht seine Rolle als primärer Ballhändler wirklich ordentlich, 6,9 Assists auf 2,5 Turnover. Bradley Beal, ja, leider mit am verletzungsanfälligsten. Er hat mit die meisten Spiele verpasst, aber so, wenn er spielt, muss ich sagen, sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Grayson Allen spielt eine Wahnsinnssaison. Also ich war ja ein Grayson Allen-Verteidiger und Believer vor der Saison, dass er allerdings dann so eine Saison rausballert, also mit solchen Quoten auch und teilweise hier mit dem ein oder anderen Spiel, wo er 30 plus Punkte auflegt und dir irgendwie 7, 8, 9 Dreier gibt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Eric Gordon spielt ordentlich. Nurkic wurde vor der Saison auch gefühlt zerrissen. Finde ich auch, macht wirklich einen guten Job, ist vor allen Dingen am offensiven Brett unglaublich wichtig, auch seine Ballscreens. Also, Royce O'Neal hat man jetzt mit dazu bekommen. So, overall, die Phoenix Suns, wie gesagt, nochmal, erste Runde, zweite Runde, je nach Matchup. Ich glaube, man kann schon in die Conference Finals kommen, aber wenn es dann wirklich darum geht zu sagen, okay, jetzt, wie würde LeBron sagen, in seinem Podcast hat er ja gesagt, wenn dann die letzten 4 Teams aufeinandertreffen, dann geht es auch um Basketball-IQ. Und ich glaube, der fehlt ein klein wenig bei den Phoenix Suns und auch das Coaching von Frank Vogel. Wir gehen rein, wir schauen uns ein paar Szenen an, weil so kann man das Ganze natürlich dann am besten mit euch analysieren. Also erster Punkt, den ich heute ansprechen muss, ist einfach mal das Positionsspiel der Phoenix Suns. Es gibt so viele Possessions, in denen einfach ein Kevin Durant, ein Bradley Beal, ein Devin Booker, einer von denen halt einfach in der Ecke steht. So, jetzt in dem Fall hier stehen sogar Bradley Beal und Devin Booker beide in der gleichen Ecke. Du hast hier Kevin Durant in einer Post-Up-Situation, den Wurf, den verwandelt er jetzt. Ja, aber Kevin Durant ist tatsächlich, wenn man sich auch die Werte anschaut und den Eye-Test hat, dann ist er wirklich einer der schlechtesten Post-Up-Spieler in der NBA. Also so Post-Up-Situationen mit KD würde ich zum Beispiel als Phoenix Suns-Fan jetzt nicht sonderlich mögen. Er macht aber allerdings hier den Bucket. Okay, alles gut. Dann der nächste Punkt ist tatsächlich die Late Shot Clock Execution. Und das ist mir bei den Suns jetzt wirklich in den letzten 2, 3 Wochen extrem aufgefallen, dass immer wenn es dann am Ende eng wird, dann verlässt man sich halt auf die individuelle Klasse von einem der Big Three. Na, es geht halt ganz, ganz oft nach hinten los. Hier zum Beispiel hätte man diese Situation ganz anders lösen können. Wir schauen uns erstmal an, was Kevin Durant macht. Er nimmt einen Contested-Wurf.
gegen Sohand, der fällt raus. So, aber hier zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Beispiel für die Suns Offense, die sich dann nicht bewegt, weil Ball Ball spielt einen guten Entry Pass. Wenn jetzt Ball Ball aber hier einen Ball Screen stellen würde für Devin Booker und der curlt rum, dann sage ich euch, zu 99,9% bekommst du einen besseren Abschluss. Weil eventuell gibt es eine Miscommunication zwischen Branham und Devin Vassell. Hier bekommt eventuell Devin Booker einen offenen Dreier. Oder er kann sogar reinkarten und Kevin Durant kann hier dann den Pass reinspielen. Also, na, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Late Shot Clock Execution. Und wir sprechen auf jeden Fall auch gleich noch über die Problematik, dass die Phoenix Suns im vierten Viertel, ja, ganz oft abkacken. Dann hast du hier wieder so eine One-on-One-Situation. Auch wenn es jetzt gegen die Spurs ist, ja, das Spiel hat gerade eben erst begonnen. Die Suns und besonders Kevin Durant und Devin Booker sind einfach zu verliebt in ihre Long Middies. Und ja, die Phoenix Suns treffen die Mitteldistanzwürfe, besonders diese langen in der NBA, mit am besten. Und trotz allem ist es am Ende halt keine gute Offense und der Ball fällt auch hier nicht rein. Also was haben wir jetzt? Positionsspiel, Late Shot Clock Executioner, zu verliebt in diese ganzen Mitteldistanzwürfe, was tatsächlich auch irgendwie ein Problem werden könnte, wenn du vor allem gegen so Teams wie die Boston Celtics, also ich meine, kannst jetzt erst in den Finals auf die treffen, aber man nimmt einfach viel zu wenig Dreier, ja, obwohl die Phoenix Suns die Dreier wirklich extrem gut treffen. Wir machen weiter. Auch hier hast du wieder so eine Situation, hast wieder Kevin Durant in einer Post-Up-Situation. Devin Booker und Bradley Beal stehen einfach abseits des Balls, bewegen sich 0,0. Das ist, die nehmen sich wirklich ihre eigenen Waffen. Die Phoenix Suns, ihr werdet vor allen Dingen, Leute, ich kritisiere jetzt gleich, ich zeige euch dann auch gleich das Gegenbeispiel, ja. Wenn die Suns Offense sich, wenn die läuft, wenn die Pindowns stellen, wenn die Actions mit einströmen, wenn die Spain Pick and Roll spielen und so weiter und so fort, wenn die Handoffs laufen. Diese Suns Offense kann so geil aussehen. Tut sie aber oft nicht, weil man sich einfach ganz oft einfach auf Kevin Durant und Devin Booker, ja, jetzt hier auch wieder so eine Situation. Ei, ich mag es überhaupt nicht. Also ich muss sagen, die Phoenix Suns Offense, manchmal sind so Spiele mit dabei, wo du dir denkst, ja, richtig geil. Dann auch hier, schaut euch das an. So, Kevin Durant jetzt mal aus der Post-Up-Situation heraus, nimmt mal nicht den unnötigen High-Contested-Shot, sondern spielt den Pass raus auf Devin Booker. Und Devin Booker, anstatt dass er den Ball rüberspielt zu Grayson Allen, und er hat ihn ja sogar gesehen, und Grayson Allen könnte dann ja sogar nochmal weiterspielen auf Eric Gordon in der Ecke. Was macht natürlich Devin Booker? Natürlich! Was auch sonst, oder? Er geht einfach in den Contested Mitteldistanzwurf und das wird in den Playoffs halt einfach irgendwann bestraft werden, so eine Offense. Und jetzt zeige ich euch mal das Gegenbeispiel, wie das Ganze aussehen könnte, wenn die Suns einfach mal den Ball laufen lassen. So hätte das gerade eben auch aussehen können. Und dann gibt es nämlich einen offenen Dreier aus der Ecke. Und das ist eine gute Offense. Beziehungsweise ist zumindest am Ende sehr, sehr gut herausgespielt. Jetzt kommen wir nämlich zu den ganzen positiven Punkten. Und wie ich finde, wie die Suns Offense eigentlich viel öfters aussehen sollte. Sprich einfach viel mehr Bewegung in der Offense. Da muss man sagen, die Phoenix Suns sind eins der besten Pick-and-Roll-Teams in der Liga. Was machen sie aber natürlich? Sie spammen die Isolation, sie spammen Post-Up-Situationen mit KD. Und was machen sie mit am wenigsten, obwohl sie die meisten Punkte pro Possessions auflegen? Richtig, Pick-and-Rolls laufen und zwar vor allen Dingen auch zwischen Bradley Beal, Kevin Durant und Devin Booker. Das will mir auch einfach irgendwie nicht in den Sinn, dass Frank Vogel das nicht irgendwie anders coacht. Na komm, wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Devin Booker hier, dann kriegt nämlich Kevin Durant einen offenen Wurf. Die Suns Offense ist einigermaßen in Bewegung. Und man hat ja auch gegen die Denver Nuggets zuletzt jetzt wieder gewonnen. Dann hier eine Situation, da ging es mir eigentlich hauptsächlich nur darum, dass wirklich immer, wenn zwei der drei in einer Action mit involviert sind, dass du einfach fast immer gute Looks bekommst, ja. Das ist jetzt hier nicht irgendwie etwas Atemberaubendes, aber trotz allem, Kevin Durant steht in der Ecke, okay, und Devin Booker und Bradley Beal sind beide in dieser Action mit involviert und es gibt am Ende dann für einen Bradley Beal, ist es ein offener Look, einen guten Wurf. Dann schauen wir, was haben wir hier? Genau, dann gibt es auch mal so Situationen, wo dann auch mal ein Bradley Beal zum Korb cutten kann. Ich finde auch, das macht man viel, viel zu selten. Ich finde auch zum Beispiel, dass man den Kevin Durant viel zu wenig Pindowns stellt, dass KD dann nochmal vom Elbow einfach offenere Würfe bekommt. Oder auch hier sowas zum Beispiel. Wobei, da gibt es auch... Schauen wir uns erstmal an, was hier passiert. Spain Pick and Roll, also richtig gut gelaufen. Machen die Phoenix Suns viel zu selten, ne? Aber was macht Devin Booker?
Anstatt dass er den Dreier nimmt, der ja für ihn open ist. Ja, okay, er sieht, es kommt vielleicht noch der Verteidiger auf ihn drauf. Geht er wieder in den langen Mitteldistanzwurf gegen Wemby. Du musst mal so irre sein. Du musst so verliebt sein in diesen Midi, dass du wirklich da sagst, okay, da gehe ich jetzt rein. Das ist halt, ja. Und dann hier ein Bucket von Kevin Durant. Auch da spulen wir nochmal ganz kurz zurück, weil da geht es mir auch wieder so um das Thema Bewegung. Ja, dass einfach die drei sich bewegen. Weil schaut mal, wo Kevin Durant hier den Ballscreen stellt. Und wo Kevin Durant dann letztendlich den Wurf losbekommt. Und das sind einfach so offensive Plays, die müsste man viel häufiger mit einstreuen. Ihr merkt es, wenn Bewegung ist, wenn die Suns laufen, wenn Kevin Durant sich bewegt, auch hier wieder vom Elbow, bekommt einen offenen Jumper, dann ist es einfach eine komplett andere Geschichte. Und das ist einfach der Punkt bei den Phoenix Suns, wo ich denke, dass es dann irgendwann tief in den Playoffs, sofern sie schaffen sollten, ja, immer noch mit Fragezeichen versehen, dass du einfach Probleme bekommen wirst, weil sie verlassen sich dann einfach zu sehr auf die individuelle Klasse von ihrem Big Three. Und das merkt man auch wirklich, und jetzt können wir noch ganz kurz zu dem Punkt, Punkte im vierten Viertel, denn wenn wir hier gemeinsam draufschauen auf die Liste, dann sehen wir, dass die Milwaukee Bucks dann ganz oben mit dabei sind, mit den Indiana Pacers, und die Phoenix Suns wir hier nicht mal sehen, weil wir dafür ein Premium-Abo abschließen müssten. Aber ich zeige es euch einfach mal so. Also Punkte pro Game. Ganz unten sind dann die Cleveland Cavaliers. Und es gibt ja einen kleinen Trick. Nämlich wir schauen uns einfach so an, was die Phoenix Suns im vierten Viertel auflegen. 25 Punkte. Und es ist mit der schlechteste. Ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, es ist sogar der schlechteste Wert der Liga. Weil man merkt im vierten Viertel dann vor allen Dingen bei engen Spielen, wirklich in Crunch-Time-Situationen, sie stehen. Und dann passiert genau das, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Entweder Bradley Beal und Kevin Durant stehen in den Ecken, oder Kevin Durant bringt den Ball von der Birne und Devin Booker und Bradley Beal stehen in den Ecken. Also dann ist wieder so viel Isolation-Basketball, so wenig Bewegung, und so kannst du in den Playoffs einfach, ja, kannst du, glaube ich, einfach, vor allen Dingen auf Defense haben wir jetzt heute gar nicht angesprochen und Turnover-Anfälligkeit auch nicht, aber ja, die individuelle Klasse ist wirklich komplett da bei den Phoenix Suns, aber es ist einfach, und da muss man auch Frank Vogel als Head Coach kritisieren, dass es einfach offensiv nicht gut gecoacht. Ja, da ist einfach immer noch zu wenig, da sind immer noch zu wenig Schemes, da ist keine wirkliche Spielidee dahinter. Ich will euch noch ganz kurz mitgeben, weil ich mir gedacht habe, weil wir jetzt gerade auch ein paar Mal darüber gesprochen haben, sie sind das beste Team, ja, wenn es um die Mitteldistanzwürfe geht, aber trotz allem bleibe ich dabei. Die Phoenix Suns müssten öfters diese Dreier nehmen. Und Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, die können alle. Die, scheiß mal auf 1-2% Punkte, ja. Die müssten einfach ihr Volumen auch generell nach oben schrauben. Weil wenn dann, ich nehme wieder die Boston Celtics als Beispiel, es gibt auch in der Western Conference Teams, zum Beispiel die Mavs oder sowas, wenn einfach ein anderes Team, ein Gegner, 20 mehr Dreier nimmt als du und es nur einigermaßen hochprozentig trifft, dann wirst du solche Spiele im Normalfall halt nicht gewinnen können. Und ja, deswegen die Phoenix Suns Offense irgendwie enttäuschend. Ich habe vor der Saison wirklich dran geglaubt, das wird die beste Offense der Liga. Es ist nicht so gekommen. Sie spielen individuell wirklich keine schlechte Saison. Aber so das Gesamtpaket reicht mir einfach nicht, um zu sagen, okay, das ist wirklich ein Contender. Die können in die NBA Finals gehen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Matchups, wo sie sich wirklich schwer tun werden. Schade irgendwie, weil ich habe euch ja ein paar Plays gezeigt, wie die Phoenix Suns Offense auch die ganze Zeit immer aussehen könnte. Aber leider passiert das halt viel zu selten. Ja, diskutiert gerne mal mit in den Kommentaren. Wie seht ihr die Phoenix Suns? Glaubt ihr, ja, nur mit individueller Qualität, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, kommt man in die Playoffs? Dann ist natürlich auch ein Fragezeichen, kann Grayson Allen zum Beispiel die Leistungen der Regular Season auch in den Playoffs wiederholen? Ja, mal gucken. Nurkic wird sicherlich auch in dem ein oder anderen Playoff-Matchup nicht immer spielbar sein, vor allem auch defensiv. Also es sind schon sehr, sehr viele Fragezeichen bei den Phoenix Suns, und trotz allem müssen sie jetzt erstmal reinkommen in die Playoff-Ränge, denn der Restspielplan, den habe ich euch gezeigt, der ist wirklich tough. Das war's von mir. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Osterwochenende. Es gibt am Wochenende wieder geile Matchups. Machen sicherlich eine Reaction, und vielleicht bereite ich noch ein anderes Video für euch vor. Jetzt bin ich für heute aber erstmal raus. Danke fürs Reingucken. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.